Liebe Schwestern, meine lieben Brüder, ich möchte Sie einladen, am Beginn der Heiligen Woche aus dieser Passion ein Wort mitzunehmen in diese heiligen Tage. Ein Wort, das aufragt mitten in diesem dramatischen Geschehen, von dem wir vielleicht versucht sind, dass wir es überhören, weil wir freiwillig nicht geneigt sind, es auch auf uns zu beziehen. Es ist das Wort, das Jesus zu Judas spricht im Garten Gethsemane. Freund, wozu bist du gekommen? Vielleicht ist es Judas selber nicht ganz klar, wozu er gekommen ist. Er hat seinen Meister, mit dem er Jahre geteilt hat, Tage, Nächte, schwierige Situationen, dessen Belehrungen er gelauscht hat, dessen Wunder er gesehen hat, für einen Beutel Silbermünzen verscherbelt. Er hat verraten, wo er sich aufhält, damit er festgenommen werden kann. Aus welchen Motiven heraus? Das Neue Testament schweigt vielfach darüber. Kennen wir unsere Motive? Freund, wozu bist du hier? Wozu bist du gekommen? Wir sollten uns das sehr persönlich fragen. Aus Gewohnheit? Weil es etwas Schönes ist? Karwoche, immerhin noch ein bisschen was Besonderes. Es gibt was zu erleben. Was sollen wir sonst machen? Wozu bist du gekommen? Diese Frage gilt uns heute. Und wir sollten wissen, dass wir auch zu denen gehören. Wir sollten es uns in der Karwoche bewusst machen, die Jesus immer wieder verleugnen, wie Judas und Petrus. Und dennoch ist es nicht überraschend, es ist sicher keine Ironie in der Stimme Jesu, wenn er seinen eigenen Verräter noch als Freund anspricht. Auch uns nennt er nach wie vor so, bei allem, was wir ihm antun. Und wir können uns klar werden über unsere eigenen Motive. Vielleicht waren das auch die Fragen des Judas, die ihn zu diesem verhängnisvollen Schritt geführt haben, der doch auch ein Schritt der Erlösung ist. Muss das denn so sein? Fragen wir das nicht oft? Wir in einer Zeit, die wir das Kreuz nicht mehr verstehen, die wir immer mehr geneigt sind, das Leiden, dieses ganze blutige Geschehen dieser Woche zu eliminieren? Schauen Sie mal in kirchliche Häuser, welche Kreuze da aufgehängt werden. Regenbogenfarben, Glas, kein Korpus mehr, irgendwie nett, friedensbewegt, gendergerecht, hübsch anzusehen. Liebe Schwestern und Brüder, das ist kein Kreuz, das ist eine Katastrophe. Das ist eine Verleugnung des Glaubens. Das hat mit Jesus Christus nichts zu tun. Es ist etwas Aufgehübschtes. Freund, wozu bist du gekommen? Muss das denn so sein? Kann denn dieser lebendige, allmächtige Gott nicht einen anderen Weg finden, uns zu erlösen, als diese Tortur am Kreuz, als dieses Hingeschlachtetwerden, dieses Austropfen bis zum letzten Blutstropfen? Ist das wirklich notwendig? Geht das nicht ein bisschen eleganter? Wir können die Zeitgenossen hören, auch philosophische, ernstzunehmende philosophische Zeitgenossen, die sagen, nee, das ist mir zu dreckig. Also da muss es doch eine andere Konzeption von Welt geben und von Erlösung. Wir sollten uns einmal fragen, warum das, was viele Westler unter Buddhismus verstehen, das hatte mit dem wirklichen Buddhismus reichlich wenig zu tun, warum das so attraktiv ist. Angeblich ist dort alles ganz glatt, alles ganz friedlich, alles ganz nett. So stellen wir uns das vor. Das Christentum, liebe Schwestern und Brüder, ein Gott, der sich hineinbeugt in den Staub, der die Armen hinhält, dass man die Nägel durchtreibt, wer will den noch? Aber das, daran glauben wir als Christen, ist der Weg der Erlösung. Freund, wozu bist du gekommen? Kläre in dieser Woche, indem du den Weg Jesu mitgehst, deine Motive. Warum bist du hier? Woran glaubst du wirklich?
Und diese Einladung besteht in dieser Woche, dass wir Schritt für Schritt, ohne etwas auszulassen, diesen Weg mitgehen. Wir haben das eben in der Passion gehört, so nah, wie Jesus sich selber in der Eucharistie schenkt. Und es ist bis heute so. Auch bis heute ist der Verrat der Eucharistie am nächsten. Wir sollten uns dessen bewusst sein, jedes Mal, wenn wir zum Altar treten. Nie ist die Lüge näher, als dann, wenn das Geheimnis am intensivsten ist. Nie ist die Gefahr größer, als wenn wir uns dem Heiligen nähern. Das war am Beginn so und das ist heute so. Aber dadurch lässt Gott sich nicht aufhalten, liebe Schwestern und Brüder. Nicht durch unseren Verrat, nicht durch unsere Lüge, nicht durch unsere Feigheit, nicht durch unsere Schwäche. Im Gegenteil, er nimmt sie an, als wollte er sagen, komm, Freund, wozu bist du gekommen? Er gibt mir, wie es alte Darstellungen zeigen, vom Kreuz herab die Hand, um mich an sich zu ziehen. Und sagen, komm weiter mit mir, auch wenn du schwach bist und feige, wenn du zum Verräter geworden bist. Komm, lass dich retten. Geh den Weg bis zu Ende mit und du wirst ankommen im Ostern, das am Ende dieses Weges steht, als ein neuer Weg, zu dem Gott uns ruft.